Hallo Freunde und willkommen zurück zum American Truck Simulator. Wir holen gerade eine Fracht ab und zwar ein paar Autos, weil ich brauche noch ein paar neue Autos für meine Garage. Das wäre auf jeden Fall ziemlich gut, ne? Weil ich... Oh, ich muss hier rein übrigens und wurde mal wieder geblitzt. Hey, hey. Mann. Ich darf nicht mit so schnellen Autos, LKWs fahren. Da werde ich jedes Mal geblitzt. Ist doch kacke. Mann. Naja, auf jeden Fall brauche ich noch ein paar Autos. Und die hole ich mir jetzt hier natürlich ab. Ich überlege gerade, ich nehme den für 13.000. Der ist so ein bisschen geiler. Wo steht das Ding? Hier vorne gleich, okay, gut. So, fahren wir mal hier ein bisschen aufs Grüne drauf. Ist ja nicht so schlimm. Wir sehen das ja nicht so eng. So. Und dann holen wir hier unsere Lambos und so mal ab. Hier. Ne, gucken wir nochmal. Oh ja, schöne Autos. Ah, siehst du, hab ich auch gesagt. Ein paar Jaguar hier oder was das hier sind. Oh. Vorwärts soll ich schon fahren. Ist natürlich ein typischer Fahranfängerfehler so. Ich glaube, die haben sich ein bisschen verschätzt, wem sie die Autos in die Hand geben. Aber ich kriege das schon irgendwie hin. Oh, genau um die Ecke vom Bordstein. Ich glaube, ist ganz schön schwer, sind die hinten drauf, weil meine Lenkung jetzt schon ganz schön ein Stück weicher geworden ist. Ich weiß nicht, ob das da dran liegt. So, ich fahre hier auf jeden Fall erstmal rechts. So, dann fahren wir hier nochmal rechts. So. Die sind rumgekommen, ja. Alles klar, gut. Dann lass uns mal losziehen. Es ist natürlich wieder eine lange Tour. Was auch sonst. Ich nehme immer irgendwie in letzter Zeit so ganz, ganz lange Touren. Ja, fahrt ihr ruhig mal weiter. Also, gut. Aber die bringen natürlich auch am meisten Geld. Und das ist halt im Moment so ein bisschen noch so ein kleiner Knackpunkt, den wir uns natürlich nicht nehmen lassen sollten. Deswegen nehme ich halt so viele mit, die halt auch, ja, die halt, ne? Wo es halt auch Geld für gibt. Und, naja, schauen wir mal. Oha. Okay. Gut, danke dir. Ja. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Achso, wenn ihr natürlich noch irgendwelche Themen, Fragen oder irgendwelche Vorschläge habt, die ich im Video eventuell mal vielleicht auch mit eurem Namen oder so oder mit deinem Namen erwähnen soll, dann schreibt mir das Ganze einfach in die Kommentare oder halt auch auf Twitter mit dem Hashtag BauerRedet. Habe ich ja schon mal angekündigt. Falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich werde da ab und an immer mal reingucken, auch wenn ich jetzt mal das nicht immer sage, schreibt mir da oder so, sondern das ist jetzt so ein ich sag mal Standard-Hashtag, den ihr immer nutzen könnt, egal wann, und ich nehme den dann immer in irgendwelchen Folgen, wo ich dann denke, jetzt könnte ich das mal machen, nehme ich den dann mit rein oder nehme ich dann die Fragen oder was mich da halt anspricht mit rein, wie in der Art so wie früher quasi so ein bisschen halt auch bei BauerP kommentiert, ich eure Kommentare dann quasi nochmal kommentiere oder wie auch immer, was ihr denn da schreibt, nochmal kommentiere. So, aber das könnt ihr halt gerne machen und das würde mich natürlich ziemlich freuen. Dann könnte man nochmal so ein bisschen über andere Sachen quasi quatschen im Video, als nur zu sagen, hier geht's ab oder so. Ah, da mache ich das Fernlicht an, alles klar. Gut. Gut zu wissen. So, aber sind auf jeden Fall schon mal gut und wieder unterwegs auf unserer langen Reise. Ich wollte gerade sagen, hau mal ab da. Ich bin mal gespannt, wo die ganze Tour noch hingeht. Ich meine, wir haben ja jetzt schon bereits über 20 Folgen vom ATS, was natürlich mega krass ist, so allein so ein Projekt so lange.
Und ich freue mich dann auch natürlich auch drauf, weil es natürlich auch so ein Werk ist, was man schafft. Aber es bringt natürlich auch Spaß. So ist es ja nicht. Alter, was ist mit dir los? Brennt dir der Helm oder was? Alter, kann doch nicht. Was ist eigentlich los mit den Leuten? Der blinkt rechts, weil er abbiegen will. Da ist noch irgendwie 3 Kilometer Streifen, wo er abbiegen kann, und bleibt einfach mal auf der Autobahn stehen. Ich glaube, es hakt. Was ist denn los mit den Leuten? Was ist los mit der Polizei hier? Warum bremst die so? Alter. Von 80 auf 50. Leute, geht's denn, oder was? Ach, ist hier Stau. Muss ich einen Warnblinker setzen, damit ich hier anzeigen kann, hier ist Stau, oder was? Ah, und jetzt geht's auf einmal weiter, oder wie? Alter, that logic, man. That freaking logic. Deswegen hasse ich es auch so sehr, teilweise so sehr, hinter KI-Fahrzeugen zu fahren, die hier so allgemein rumcruisen, wenn ich den dicht auffahre, weil irgendwann bleiben die stehen. Irgendwann bleiben die einfach so aus dem heiteren Himmel stehen. Und denkst du so, what? Warum? Warum ist das so? Die haben einen Führerschein im Lotto gewonnen, oder wissen die jetzt nicht weiter, plötzlich Route verloren oder was? Ich habe keine Ahnung, was mit den Leuten abgeht. Fakt ist nur, dass ich hier mal irgendwie die scheiß Polizei immer überholen will. Kein Bock mehr, hinter denen her zu gurken. Nicht, dass die gleich wieder stehen bleiben. So, ihn hier überhole ich natürlich auch. So. Wenn ich 80 fahren darf, dann möchte ich natürlich auch 80 fahren. Damit, wurde Kredit abgebucht oder was? Das kann natürlich gut sein. So. Okay. Da kann ich rein. Wunderbar. Aber irgendwie komme ich gerade nicht hundertprozentig auf die 80, ne? Ich meine, ich überhole aber dafür die ganzen anderen LKWs, die hier rumdödeln. Oh, 65. Okay, gut. Gerade so abgebremst, ey. Gerade so abgebremst. Ich habe auch keine Lust, wieder eine Knolle zu kriegen. Ich meine, wir haben noch 74.000. Aber da wird uns ja auch nach und nach immer abgezogen für den Kredit, ne? Den wir ja noch, oder die Kredits, die wir ja noch zurückzuzahlen haben. So. Aber es läuft langsam, Freunde. Ich glaube, ich war noch nie so gut in dem wirtschaftlichen wie dieses Mal. Also wir haben echt einen guten Start gemacht, ne? Vorher ETS-Start habe ich angefangen in den Miesen, weil ich halt immer irgendwie das nicht richtig kapiert habe. So, aber dieses Mal sind wir doch recht gut dabei. Das freut mich eigentlich ziemlich, weil das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, dass man irgendwie immer einen guten Start hat, ne? ETS hatten wir halt auch viele miese Starts, so, und deswegen müssen wir da... Muss das natürlich auch mal anders gehen. So, warum bremst er hier jetzt schon wieder? Was ist los mit ihm? Oh, hier ist gleich Stau. Oh. Oh, hier ist irgendwas im Busch, Leute. Darf ich 30 fahren? Wow. Ich drehe durch.
Oh, jetzt doch nicht mehr. Jetzt darf ich schneller fahren. Oh Mann, ich brauche irgendein Navi, was mir genau im Gesicht anzeigt, wie schnell ich fahren darf. Ansonsten checke ich das immer nicht. Ich denke dann immer, die anderen sind schuld, aber irgendwie bin ich dann schuld, weil ich das nicht gerafft habe, dass es irgendwie langsamer weitergeht oder halt schneller. Naja. Wir werden es schaffen, Freunde. Wir werden es schon irgendwie schaffen. Irgendwann werden wir es schaffen und dann sind wir mit der Fracht auf jeden Fall am Ziel. So. Ah, jetzt dürfen wir wieder 80 fahren. Geil. Auf geht's. Mir juckt gerade irgendwas in der Nase. Okay. Take my day. Take my day. So. Muss ich tanken überhaupt? Scheiße. Naja, das geht noch, glaube ich, gerade so klar. Ansonsten, das Ding ist nämlich auch hier in Kalifornien quasi, also in diesem Map-Teil, den wir uns ja, Kartenteil oder Weltabschnitt, in dem wir uns befinden, ist es natürlich auch echt unglaublich schwer, oftmals eine Tankstelle zu finden oder so, wie wir das vorhin hatten mit der Werkstatt, weil die echt ziemlich weit auseinander diesmal sind. Und jetzt müssen wir Fahrzeugüberprüfung, bitte um eine, was stand da? Bitte um, halten Sie vorne am LKW-Signal. Ich kann das doch gar nicht so schnell lesen, Freunde. Was ist denn da los? Ich glaube, das ist hier wie diese Maut für LKWs. Irgendwie sowas. So, vielleicht lassen die mich ja durch, indem ich hier schnell durchfahre. Ach was? Aktivieren. Sie ist Zeichen und übermitteln Sie die Dingsbums-Bums. I don't know. Halt mal da an, LKW. Ich muss noch mal ein Stück zurück. So. Taste, um eingeben zu überprüfen. Okay. Haben wir. Oh, 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 sorry. Ist noch ein bisschen Luft, ne? Ja, die Autos sich kaputt machen, die wir hinten drauf haben. Die werden ja vielleicht ja nochmal gebraucht. Die werden ja nochmal gebraucht. Das ist ja das. Ich wollte gerade sagen, hier darf ich nur 20 fahren? What the fuck? Was geht ab? Sorry. Ich habe einen Unfall gebaut, Leute. Das war natürlich nicht mit Absicht. Aber er hat natürlich nur mir Schaden zugezogen. Das ist ja schon mal nur. Ist ja schon mal etwas, nicht die Fracht. Auf jeden Fall nicht die Fracht beschädigt. Oh Mann. Ein Chaos schon wieder. So, wir dürfen 80 fahren und ich fahre den Berg hoch mit 28. Das ist doch super. Das ist doch echt klasse. So. Wo stecken wir denn gerade schon wieder überhaupt? Oh, wir sind ja schon echt gut dabei, ne? Also wir haben jetzt das ganze Stück, also... Wir haben, glaube ich, schon, na, noch nicht so ganz Halbzeit. Ich glaube, Halbzeit wäre ungefähr hier so. Obwohl, das Stück ist ungefähr vielleicht sogar gleich lang. Vielleicht haben wir auch schon die Halbzeit, ich weiß nicht. Müssen auf jeden Fall noch 8 Stunden oder was habe ich da gerade gelesen? Müssen wir auf jeden Fall noch. Und dann, sollten wir bald am Ziel sein, Freunde. Ja. Yeah. Endlich bald am Ziel. Und dann muss ich schlafen gehen. Nein, Quatsch. Ich glaube, wie lange müssen wir... Haben wir überhaupt... Ah, schlafen müssen wir auch schon bald wieder. Wo ich es gerade ganz knapp mal erwähnt habe, ne? Ist schon wieder bald soweit. So.
Ja, wir fahren jetzt, glaube ich, gleich raus aus Nevada. Deswegen musste ich da auch vorhin diese Prüfung machen. Also wie so eine Maut oder so. Und dann müssen wir nämlich wieder, ne, dürfen wir nämlich wieder nur 55 fahren. Deswegen wurde ich auch schon gerade eben wieder geblitzt. So eine Scheiße. So. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge oder seht ihr in der nächsten Folge. Je nachdem, wer gerade dieses Video geguckt hat. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr es bis zum Ende geguckt habt. Wäre auch ganz cool. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs dabei sein und natürlich nicht den Daumen nach oben vergessen. Wäre super cool. Bis dahin, macht's gut. Euer Bauer. Ciao, ciao.